Miau, willkommen zurück zu Resident Evil 8. Ich habe mal bei mir Jalousie hochgemacht, weil ich glaube, meine psychische Verfassung ähnelt gerade der von Ethan. Was geht? Ach, komm, ey. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Okay, tatsächlich weiß ich, glaube ich, wo die ist. Weil, ich meine, den Part habe ich gesehen. Ich weiß, glaube ich, wo sie sich versteckt. Oh Gott, endlich mal was, was, glaube ich, nicht ganz blind für mich ist. Das mit dem Baby habe ich entweder nicht gesehen oder vollständig verdrängt gehabt. Da. Gut. Ja, ich weiß wo, ich weiß wo. Hahaha, Jokes on you. Ja, ich tue jetzt auch gar nicht so, als ob ich gar nicht wüsste, wo es lang geht. Das werdet ihr mir hoffentlich verzeihen. Das war irgendwo hier im Wohnzimmer, meine ich. Da. Und ich meine, die dritte weiß ich auch. Ist sie jetzt nicht wieder beim Aufzug? Doch da. Hahaha, I gotcha. Du kommst hier niemals lebend raus. Blöder Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Unschuldig. Das? Mia, ich bieg das wieder hin. Optimistisch, Ethan. Was? Optimistisch. Gut. Jetzt nichts wie raus hier. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich diesen Kampf jetzt in 3 Minuten hier abgewickelt habe. Aber, oh ja, natürlich möchte ich die mitnehmen. Oh, okay, ich habe auch meine Waffen wieder, heißt das? Ja, alles klar. Aber, ey, nach dem Part gestern Nummer 2 war ich gerade einmal froh zu wissen, was hier zu tun ist. Und ich bin nie Fan von Leuten, die dann nicht wissen, was gemacht werden muss und also die dann so tun, als wäre das jetzt irgendwie anstrengend für die. Da komme ich trotzdem nicht durch. Na gut, ich glaube, dann will ich auch einfach gehen jetzt. Will ich einfach hier raus. Ah, frische Luft. Das war für mich echt der schlimmste Teil. So far. Vielleicht auch, weil ich wirklich keine Erinnerung mehr daran hatte. Noch so ein bisschen schlafmüde bin. Aber mein Gott, der hat mich mitgenommen. Wie ist das bei euch? Ist das was für euch oder fandet ihr es eher langweilig jetzt? Wie gesagt, als Horrorfilm wäre das einer meiner Favoriten geworden, aber zum selbst was tun müssen. Mag ich nicht.
Mein Inventar noch aufgeräumt hier. Nice. Mal durchatmen. Ich habe bei mir jetzt auch, habe ich gerade schon gesagt, ne? Jalousie hoch. Es ist zwar nicht gerade sehr hell, es ist ganz schön trübe draußen. Und grau, aber immer noch besser als das hier. Erinnert mich daran, dass ich immer noch sauer darüber bin, dass die PT nicht gemacht haben. Also Silent Hills. Ich gebe ja die Hoffnung nie auf. Dass es doch noch mal kommt. Oder zumindest was in die Richtung. Das zweite Alan Wake habe ich ja, ich glaube, am Mittwoch oder so schon kurz erwähnt, kommt ja dann auch in 2 Jahren. Und es soll, glaube ich, jetzt auch wirklich Survival-Horror werden. Habe ich Bock drauf. Bin ich dabei. Falls ich dann noch Zeit und Muße zum Aufnehmen habe, natürlich wird das dann auch gespielt. Und ich überlege fast, aber ich glaube, das Interesse war nicht sonderlich groß. Ob wir noch, ob wir das Remaster von Alan Wake nicht doch mal spielen sollen. Was geht hier ab? Ihr seht nicht aus wie die Werwölfe sonst. Ach du Scheiße. Durch meine Rohrbombe nichts gemacht. Okay, krass. Was ist mit euch? Warum haltet ihr das aus? Okay, neue Gegner. Actually Zombies. Okay, wo war der Vogelkäfig, den ich gerade gesehen habe? Da. Oh, Kiste. Okay, gibt es etwa wieder eine Kugelbahn? Oh mein Gott. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was das mit dem Essen, was wir beim Duke machen können, bringt. Gibt's hier sonst noch was? Oh! Noch eine neue Waffe. Okay. Können wir hier raus? Nee. War er der Einzige? Ach, ja, halten. Okay, da lang geht's, glaube ich, zurück zum Dorf. Hier waren wir aber, hier war die Kiste. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. Oh. Lasst mich einfach nur zurück. Ich will einen kurzen Plausch mit dem Duke. Wissen, dass alles okay ist.
Okay. Moment. Ah, für die Puppe vielleicht? Muss die Puppe darauf? Muss sie denn? Nee. Na komm, Beine. Fuck, habe ich irgendwas nicht mitgenommen? Okay, Moment. Dann zurück. Was haben wir vergessen? Irgendwas für da drauf. Hätte jetzt schon gerne das Teil noch geöffnet. Laufe ich richtig? Nein, aber waren wir hier drin? Nö. Ah, die Kugel. Upsa. Oh, scheiße. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das passieren kann. Na komm. Ein bisschen Klickerbahn spielen. Und zack. Boing. Onyx-Schädel, sowas. Explosivgeschoss. Okay, you have my attention. Schlüssel des Geigenbauers. 10. November. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen, wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. 27. November. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter zu erhalten. 29. November. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, aber das war doch sehr nett von ihr. Armer Geigenbauer. Okay, wir haben den Geigenbauerschlüssel. Oh, und eine Kurbel. Ach Mensch. Dann kurbel mal. Madalina, Kopf. Mensch. Donners unheimliche Puppe, sie bewegt sich nicht mehr. Ich würde sie trotzdem nicht mitnehmen. Ist ja wie in Annabelle. Foto eines seltsamen Vogels. Hat das jetzt aufgenommen? Nein. Ja, wo ist es? Da. Das ist wieder unten im Dorf, hm? Ah, und? Okay. Ich weiß trotzdem nicht, was wir auf dieses Grab hätten legen müssen. Da habe ich auf jeden Fall offensichtlich was verpasst. Das ärgert mich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt jetzt zurückkomme.
Ich schau mal eben. Moment, wo lang? Doch nach rechts. Aber hier geht's ja nicht durch. Ist das jetzt richtig? Ja. Ach, Scheiße. Habe ich das jetzt echt verkackt? Wie schade. Wartet mal, Schätze. Entschuldigung. Aber an ihr kann ich auch nichts machen. Ach nun, so ist es. Verkackt. Ihr könnt mir ja mal sagen, was da drauf musste. Das Gefühl, wir hätten irgendwo noch ein Schild abkratzen müssen oder so. Ich will einfach nur zurück zum Duke. Okay. Über die Creepy. Hinter mir oder vor mir? Oh. Oh, was? What the fuck? Okay. Fliegende Greifen, Gargoyles, keine Ahnung. So sei es. Ja, okay, ich erinnere mich, warum ich dachte, hier kann man einmal im Kreis. Upsa, die kommen ja von überall. Ich renne einfach. Kann ich rennen, doch. Ich renne einfach. Ah. Hallo. Mann, ich hatte einen Tag hinter mir. Pack die Puppe weg. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? So, eins. Bestätigen. Ja. Ah, Fräulein Angie. Herz allerliebst. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? Toll. Okay, Bauanleitungen kaufen wir auf jeden Fall. Aha. Offensichtlich gibt es neue Moon. Damit kannst du ganze Herden abschlachten. Upsa. Wenn ich deine Waffen verbessern soll, sag einfach Bescheid. Okay, die Flinte haben wir ja neu. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass sie besser ist als unsere alte. Schönen Tag. So. Okay, wir haben neue Granatwerfergeschosse.
Ach Quatsch, nein, natürlich nicht. So, so viel Zeit muss jetzt sein. Okay. Ja, das war echt eine anstrengende Woche. Also für mich mental zumindest. Was sagt ihr dazu? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Ich muss jetzt erstmal frühstücken. Und durchatmen. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Habt ein schönes Wochenende vor euch. Schaltet gerne mal bei Cyberpunk ein. Und ja, macht's gut. Danke, dass ihr mit mir hier durch seid. Bis nächste Woche. Tschüssi.